Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Schülmeer-Kanal. Leute, heute steht was Neues an, aber vorher muss ich das Mikro prüfen. Ja, das Mikro ist an. Heute steht eine neue Challenge an. Ich weiß gar nicht, was wir machen. Ja, also einen ganzen Tag lang mal wieder. Es wird, 24 Stunden vielleicht nicht, sondern den Tag über. Ne? Also von heute. Ne? Jetzt nicht bis morgen früh, sondern heute. Und zwar machen wir heute eine Pausen-Challenge. Ja, du hast richtig gehört. Eine Pausen-Challenge. Ist ja, jetzt. Ich wollte gerade sagen, der Trend ist eigentlich schon längst vorbei. Aber was mir aufgefallen ist, wir haben hier bei uns zu Hause, in unserem Studio zu Hause, noch nie eine Pausen-Challenge wirklich gemacht. Nur mit Schleim. Aber nicht im Alltag. Im Supermarkt haben wir das. Im Supermarkt und am Spielplatz. Ja. Aber hier bei uns zu Hause noch nicht. Deswegen dachte ich mir, machen wir das mal heute. Aber ganz, ganz wichtig: Wir werden das heute mit zwei Kameras machen. Aha, ich kriege meine eigene Kamera. Und man darf Pause auch nur sagen und machen, ne, wenn man die Kamera dabei hat. Das heißt, wenn ich jetzt die Kamera nicht dabei habe und ich sage Pause und filme danach, dann geht das nicht. Dann laufe ich einfach weiter. Genau. Aber bei dir genauso. Mhm. Ne? Und ganz, ganz wichtig für euch und auch für dich, Kathi: Pause ist nur vorbei, auch wenn ich mit der Kamera oder du mit der Kamera sagst, Pause vorbei. Okay, verstanden? Ist verstanden. Ja? Okay. Bin ich dabei. Bist du dabei, ne? Ja. Okay, machen wir den ganzen Tag lang. Ist okay. Gut, Pause. Alles klar. So, dann bin ich jetzt erstmal kurz raus. Kathi kann dann kurz hier noch sitzen bleiben. Wir kontrollieren das Ganze noch mal kurz. Darf ich mich auch nicht bewegen? Nein. Und möglichst auch nicht reden eigentlich. Damit die Regeln klar sind. Sehr schön. Wir gucken uns das gleich alles an. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Ne? Ich gehe jetzt erstmal noch mal kurz rüber. Wir machen das aber ein bisschen anders. Die Kamera lasse ich mal hier, Kathi. Ne? Warte, damit man das auch schön hier sehen kann. Ne? So, da kann ich sehen, wenn du dich danach bewegt hast oder die Leute. Deswegen, ich bin jetzt mal kurz weg. Ne? Bis später. Na? Wie ist es, Kathi? Hallo! Du hast dich nicht bewegt, hätte ich nicht gedacht. Ich war jetzt auch nur kurz weg, aber trotzdem. Für den Start, Pause zu Ende. Oh, was soll das denn? Gar nicht. Direkt, wir hatten noch gar nicht besprochen, dass es losgeht und da hast du schon gesagt Pause. Dann muss ich jetzt mal ein paar Minuten so sitzen. Tja, ging nicht anders. Ja, ich musste kurz noch was erledigen. Dachte ich, lass die Kamera hier. Also, du hast es verstanden. Mit der Kamera darfst du wirklich Pause sagen. Ne? Und das geht den ganzen Tag. Also wirklich in jeder Situation. Keine Ausnahmen, okay? Keine Ausnahmen, habe ich dein Wort? Ja, keine Ausnahmen. Gut, okay. Dann sehen wir uns vielleicht später, ne? Okay, bis nachher. Ja, mal gucken, was uns den Tag noch so erwartet. Ich habe einen Plan auf jeden Fall. Welchen sage ich dir noch nicht. Bis später. Bis dann. So, ich weiß, dass Kathi gerade am Essen ist und ich werde sie überraschen. Hallo Kathi! Ach, willst du dran? Pause! Oh, schmeckt es? Oh, super lecker, ne? Mmh. Was hast du denn da Schönes? Oh, du kannst mir gar nicht antworten, oder? Schade. Das ist echt schade. Schmeckt es denn wenigstens? Ich weiß es gar nicht. Schmeckt es? Es sieht nicht so danach aus, dass es schmeckt. Aber es sieht eigentlich ziemlich lecker aus. So, dass ich das einmal kurz mitnehmen könnte, oder? Ja, wirklich sehr, sehr gut. Ich lasse nochmal die Kamera zum Beweis hier. Ah, jetzt kann man dich nicht ganz sehen. Wo kann ich es denn hinpacken? Ich nehme mal hier so ein Kissen. So, ich glaube, damit kann man jetzt einiges sehen. Kathi bleibt jetzt noch. Ich bring das nur kurz hoch, okay? Sieh mal einer an. Kathi, nicht kauen. Nein, 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 nein. Kauen ist verboten. Pause zu Ende. Oh, ich musste ein bisschen kauen. Oh Mann. Ich hatte gerade mir so eine Nudel in den Mund gesteckt und dann hast du Pause gesagt. Und dabei, deswegen habe ich auch die Kamera schnell genommen. Ich wollte schnell bei dir Pause. Pause. Ja, ich verschwinde jetzt schnell nach oben, bevor du jetzt gleich selber zu mir Pause sagst. Dein Essen ist auf jeden Fall weg. Habe ich weggebracht. Ist bei mir. Lass ich mir jetzt schmecken. So, warte. Pause. Zu Ende. Oh, ich bin schon
schon total genervt. Ich hatte mir diese Challenge etwas besser vorgestellt. Jetzt hat er echt mein Essen mitgenommen. Ich habe Hunger, ich möchte das weiter essen. Also das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich werde da direkt mal hinterhergehen. Ich kann mir schon denken, wo Kahn ist. Der wird auf jeden Fall da bei seinem Computer sein, in seinem kleinen Studio da. Und ich hoffe, er hat mein Essen noch nicht aufgegessen. Mann! Boah, 2 Etagen schon nach oben gelaufen. Ich hoffe, es lohnt sich. Kahn, Pause. Oh, das habe ich mir doch gedacht, dass mein Essen hier ist. Ja, mein Essen nehme ich mit und auch ich sehe, Kahn hat doch ein bisschen Essen. So, das ist schon mal einkassiert. Das ist einkassiert. Ja, das nehme ich dir jetzt nicht weg. Das kannst du so weiter trinken. Dann bin ich jetzt erstmal weg. Viel Spaß. Ich bin jetzt im Do-It-Yourself-Studio und hier werde ich Kahns Essen verstecken und das kriegt er nicht so schnell wieder. Ich werde es ein bisschen schwieriger verstecken. Ich habe hier die Schublade. Da sind hier so Stifte und alles drin. Ich glaube, da finden die Essenssachen von Kahn auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Und tschüss, Kahns Essen. Dann schaue ich mal wieder, wo Kahn ist. Na, ich weiß ja, wo er ist. Er wird sich ja nicht bewegt haben. Gucken, ob er die Flasche schon leer getrunken hat. Pause zu Ende, Kahn. Was soll das? Ja, was soll das? Das waren gerade ein paar Minuten, wo ich unten war bei dir. Das ist die Rache. Ich würde eigentlich gerne Pause sagen, aber dann finde ich meine Sachen. Wo sind denn jetzt meine Sachen? Ja, die kannst du suchen. Ja, ich wollte nicht übertreiben. Ich hab Hunger. Ja, ich habe mein Essen ja wiedergefunden. Ja, und wo ist meins? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich schon wieder vergessen. Ist das dein Ernst? Ich gehe jetzt mal schnell. Tschüss. Mann! Ich habe jetzt Kahn gerade ein bisschen gestalkt und er ist auf dem Weg zur Toilette. Ich werde einfach mal schnell hinterhergehen. Ist natürlich das Männerklo, da darf ich eigentlich nicht rein, aber mache ich jetzt einfach mal. Kahn? Hä? Was machst du? Du weißt, dass das Männerklo hier ist? Pause! Nee, als ob du eine Kamera dabei hast. Hab ich dabei. Dein Ernst? Kann ich dir gleich zeigen. Pause. Kahn, Pause zu Ende. Ist das dein Ernst? Ja. Das sind die schief gelaufen hier auf dem Mann. Mach mal kurz vor der Tür, ich komm sofort. Ich bin gerade auf Klo. Da kannst du mich doch nicht filmen. Also so geht das aber nicht. Muss ich mir jetzt schon auf Klo Sorgen machen oder was ist ja, hier los? Ja, natürlich. Ist das dein Ernst? Das war meine Rache. Erst hast du mir mein Essen weggenommen und jetzt auf Klo. Also ich finde, das ist ein bisschen... Können wir nicht die... Obwohl, ich habe keinen gesagt, keine Regeln, ne? Du hast dir das ausgedacht. Gut, okay, da muss ich mir für gleich auch was einfallen lassen. Aber auf Klo gehe ich heute, glaube ich, nicht mehr. Okay, Kathi, das war gar nicht so schlecht. Das war wirklich gar nicht so schlecht. Auf Toilette habe ich dich wirklich nicht erwartet. Also... Das war wirklich eine Überraschung pur gerade. Ja gut, auf Toilette wäre es aber eigentlich auch nicht so schlimm gewesen, weil ich hatte mein Handy dabei. Ich meine, auf Klo sitzt man sowieso. Gut, wäre jetzt kein Problem gewesen. Da hätten wir heute halt keine Videos mehr aufnehmen können. Zwischendurch produzieren wir natürlich mal hier und da immer mal Videos. Na, das wisst ihr, ne, mit anderen Klamotten und so vorproduzieren, wisst ihr schon. Ne? Also nicht, dass ihr euch wundert, ne, den ganzen Tag müssen wir zwischendurch natürlich noch andere Videos aufnehmen. Aber... Ich guck mal jetzt, was Kathi noch macht. Sie wollte mit Eva heute noch was aufnehmen, so wie jede Woche sonst auch. Ne? Also zwischendurch muss ich auch mit Eva noch Videos aufnehmen, wie ich mit Nina für Spia. Deswegen gucke ich mal, was sie jetzt unten macht. Und ich hoffe, ich erwische die gerade unten bei einem Dreh oder so. Das ist natürlich noch besser. Ich schau noch mal. Okay, hier ist niemand. Oh, und sieh mal einer an. Kathi hat ihre Kamera vergessen. Aufgemacht. Hallöchen, ihr beiden! Hi, sag mal, wo ist eigentlich deine Kamera? Die habe ich gerade. Pause! Schön! Hi, Eva! Hi. Du kannst natürlich gerne weiterreden. Okay, überhaupt ich werde kein Problem. Jetzt Videos weiterdrehen.
ja. Ich wollte eigentlich mit Kathi drehen, aber dann werde ich wahrscheinlich erstmal alleine weitermachen. Ja, das kommt drauf an, ne? Es sei denn, ihr bietet mir irgendwas, Eva. Du kannst natürlich jetzt für Kathi hier irgendwas tun, dass ich sie aus ihrer Pause befreie. Möchtest du ein paar Stückchen Schokolade? Nee, das ist mir zu wenig. Oh, entweder hast du 50 Euro oder nicht. Nee, 50 Euro habe ich jetzt nicht für dich. Ja gut, okay. Dann werde ich euch jetzt noch mal ein bisschen alleine lassen. Kathi, ich finde, du stehst hier wirklich in einer sehr, sehr schönen Pose. Ja, vielleicht kannst du ja ohne sie noch Videos machen. Ja, und ich kann mich nicht hinsetzen, ne? Das ist nicht mein Problem, um ehrlich zu sein. Okay. Das ist sehr traurig. Das ist sehr böse von dir. Es tut mir wirklich leid, aber du musst hier erstmal noch weiterstehen. Deine Kamera hättest du echt dabei haben sollen, Kathi. Lach doch mal! Lach doch mal! Lach doch mal! Ich find's gut. Eva, viel Spaß. Ciao. Tut mir leid, aber es geht nicht anders. Sorry. Ciao. Leute, ich habe eine Sprachnachricht jetzt von Eva bekommen. Es ist jetzt ein paar Minuten vergangen. Ne, ich glaube nur 5, 6 Minuten oder so. Aber ich habe schon die erste Sprachnachricht bekommen. Du musst sie tatsächlich jetzt endlich hier wegholen. Ich kann natürlich kein Video mit ihr drehen, aber ich kann auch alleine keine Videos drehen, weil sie mir einfach komplett im Weg ist. Also hol sie einfach bitte ab. Sollen wir es mal machen? Ich weiß es nicht. Ich wollte mich eigentlich hier jetzt ein bisschen entspannen. Ich konnte auch mein Essen nicht essen. Musste mir extra was Neues holen eben. Soll ich es machen oder nicht? Wir gehen erstmal nach unten. Wir schauen uns das mal an, wie Eva sich so anstellt mit Kathi. Na? Ja, endlich bist du da. Immer zieht ihr mich in eure Challenges mit rein. Ich versuche hier ein Video zu machen und es geht nicht. Ich komme hier... Versuch's doch mal. Setz dich mal kurz hin. Kathi, Mensch, mach mal ein bisschen Platz. Komm, mach ein bisschen Platz. Los, Platz machen. Platz machen. Es ist absolut lächerlich. Gut, Pause zu Ende. Oh, danke. Eva, tut mir total leid. Danke. Mann, muss das sein? Ich find's gut. Ja, Eva, die wollte hier was arbeiten und du hast sie jetzt die ganze Zeit abgehalten. Ich hab sie abgehalten. Ja gut, jetzt könnt ihr wenigstens zu zweit nochmal das Video aufnehmen, ne? Ja, genau, dann können wir jetzt weitermachen. Ja, könnt ihr gerne machen, dann hab ich auch meine Ruhe für die nächsten paar Stunden hoffentlich. Mal gucken, ne? Ob du deine Ruhe ja, hast. Ja, ihr müsst sowieso das Video aufnehmen, das weiß ich noch. Deswegen gehe ich jetzt erstmal nach oben und hab jetzt erstmal die nächsten Stunden meine Ruhe. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke, Eva. Ciao. So, wir sind jetzt hier im Do-It-Yourself-Studio, wollen eigentlich eine Challenge zusammen aufnehmen, genau. Aber Eva... Wäre es okay, wenn ich nur mal ganz kurz weggehe? Ja, okay, 2 Minuten. Ich habe doch kurz was vor. So, ich schnapp mir jetzt nochmal hier die Shotgun und dann gucken wir mal, was hier so auf dem Hof noch los ist. 3, 2, 1. Ich muss ganz ehrlich gestehen. Kahn, Pause! Aha, aha, das ist doch deine Kamera. Und was ist denn da oben? Noch eine andere Kamera? Aha, mitten im Spiel. Ja, dann. Viel Spaß. Eva. Ja? Ich habe bei Kahn mitten im Spiel Pause gesagt. Wir lassen jetzt mal ein bisschen schmoren. Der sitzt vorm Computer, sein Charakter läuft noch weiter, aber er kann nichts mehr machen. Das wird ein gutes Video. Ja. Also, wollen wir dann unsere Challenge machen? Ich würde sagen, wir machen jetzt ganz gemütlich unsere Challenge und dann können wir ihn, kannst du ihn natürlich so langsam wieder auftauen. Oder soll ich ihn, das ist ein bisschen zu gemein. Ja, ein paar Minuten lasse ich ihn schmoren. Wir bauen ihn ja auf und dann gehe ich gleich rüber. Wir bauen auf und bevor wir starten, machst du ihn wieder frei. So, ich glaube, ich gehe jetzt nochmal zu Kahn, sonst wird es vielleicht doch ein bisschen zu gemein. Oder was meint ihr, hat Karl es verdient? Pause zu Ende. Ey, das kann nicht wahr sein. Ey, ich bin hier gerade am Aufnehmen. Du übertreibst ein bisschen, ne? Wieso? Dir gefällt das gerade hier alles, ne? Du hast doch auch schon so übertrieben heute. Ich war gerade mitten in der Aufnahme. Die Aufnahme ging schon über 20 Minuten und jetzt kann ich das natürlich wieder vergessen. Wo bist du denn da hingelaufen? Ja, gegen die Wand oder so. Was ist das denn da? Also erst das mit dem Klo und jetzt das mit der Aufnahme. Also damit hast du dir echt heute keine Freunde gemacht, sage ich dir. Ich sag mal nur, du hast dir das Ganze ausgedacht und du hast gesagt, es gibt keine Regeln. Also beschwer dich nicht, Kahn. Ich muss mir noch mal was richtig Gutes einfallen für dich. Nee, doch. Tu ich. Aber was, wirst du nicht wissen. Vielleicht findest du mich ja gar nicht. Versteck mich. Ja, mach das. Wie du mein Essen versteckt hast. Ja. Okay, Leute.
Es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wir wollen jetzt eigentlich alle nach Hause. Ich habe sie den Rest des Tages wirklich in Ruhe gelassen. Ich habe hier meine Streamer-Apps und Games-Aufnahmen noch gemacht, ne, die geklappt haben. Und habe sie wirklich komplett in Ruhe gelassen. Jetzt weiß ich ganz genau, wir wollen gleich nach Hause. Und ich weiß, dass sie sich da gerade umzieht. Ich höre das natürlich hier alles, ne? Die Wände sind dünn. Und dann warte ich jetzt gleich, bis sie raus ist. Und dann wollen wir mal sehen, ne? Dann hole ich sie an der Treppe wahrscheinlich auf. Und dann werden wir sehen, was passiert. Ja, nach Hause wirst du heute nicht kommen, Kathi. Tut mir leid. Kathi! Pause! Jetzt doch mal Pause, weg. Pause, Pause, Pause. Pause erstmal zu Ende. Ja, ich wollte jetzt nach Hause gehen, Kahn. Ja, ich weiß, dass du nach Hause gehen willst. Ich hab noch einen Termin. Pause! Also, du kannst auch gerne nach Hause später. Aber erstmal wollte ich nach Hause. Darf ich hier einmal durch? Danke. So, Kathi. Gut, okay, das kaufe ich dir ab. So, rein theoretisch musst du bis heute Abend hier bleiben. Kannst du mir ja später noch eine Sprachnachricht schicken, ne? Oder vielleicht auch Videobeweisaufnahme. Ich habe gesagt, den ganzen Tag. Das heißt, du musst den ganzen Tag noch hier bleiben. Sonst habe ich gewonnen. So, ich sag schon mal Tschüss. Haha, sehr witzig von Kahn. Ich habe da jetzt echt noch mal 2-3 Minuten gestanden, aber ich habe keine Zeit. Ich habe noch einen Termin, ich wollte nach Hause. Kahn ist einfach schon nach Hause gegangen. Also ich mache das jetzt nicht. Ich bleib da jetzt nicht noch ewig weiter stehen. Mir reicht's. Dann breche ich halt ab. Kahn, wenn du das siehst, du hast gewonnen. Ich habe abgebrochen. Es war eigentlich ganz witzig, aber irgendwie reicht's mir jetzt wirklich für diesen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann. Tschüss. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir und herzlich willkommen zu einem super coolen neuen Video. Also ich hoffe, es wird super cool. Ich habe nämlich etwas vor. Ich werde Kahn heute den ganzen Tag ärgern. Ihr wisst ja, Kahn ärgert auch häufig Nina und mich. Und ja, jetzt ist heute Kahn einfach mal dran. Ich habe mir ein paar gute Streiche überlegt und ich werde auch direkt mit dem ersten Streich beginnen, aber dafür fehlt mir noch was. Das hat schon mal super geklappt. Ihr habt gesehen, ich habe Kahns Handy geklaut und er hat es überhaupt nicht gemerkt. Und jetzt seht ihr auch, was ich vorhabe. Ich habe hier Washi-Tape und ich werde jetzt Kahns Handy mal ein bisschen dekorieren. Also ich finde ja, Kahns Handy sieht total langweilig aus. Da fehlt doch so ein bisschen Tannenbaum-Tape. Passend zu Weihnachten. Das wird ihm doch bestimmt gut gefallen. Jetzt muss ich das nur wieder unauffällig zurückbringen. Kathi? Kathi? Hey! Hallo? Denn ich weiß, dass du das mit meinem Handy warst. Hallo! Und los geht's zum nächsten Streich. Sobald Kahn jetzt gleich mal sein Studio verlässt, werde ich sein Bildschirm mit Herzchen bekleben, also der nächste DIY-Streich. Mal gucken, jetzt muss ich nur aufpassen, dass Kahn mich nicht findet, weil der ist ja schon ein bisschen sauer wegen dem Handy und dass er gleich mal sein Studio verlässt.
meine Chance. Jetzt habe ich ein bisschen gewartet und es hat sich gelohnt. Kahn ist weg. Und er hat auch nicht abgeschlossen. Ich muss mich natürlich nur total beeilen. Ich weiß nicht, wann er wiederkommt. So, fertig. Und ich glaube, er ist noch nicht wieder in Sicht. Ich werde mich ganz schnell verstecken. Hä? Oh Mensch, ganz ehrlich. Kathi! Kathi! Ich weiß, dass du das bist! Kathi? Bist du in der Wolke? So, und während Kahn mich jetzt gerade in der Wolke sucht, bin ich super schnell runtergelaufen zu Eva. Die hilft mir. Wir füllen gerade Salz hier rein in eine Zuckerdose. Und Eva wird gleich Kahn anbieten, dass er doch vielleicht einfach einen Kaffee oder einen Tee trinkt, um sich zu beruhigen. Er wird ganz bestimmt irgendwann gleich hierher kommen und sich hier auch über mich beschweren wollen. Ja, und dann gibt's den nächsten Kaffee. Streich. Ich brauche natürlich wieder ein gutes Versteck. Ja? Hi. Hi. Sie ist nicht hier, ne? Mhm. Sie. Okay. War sie nicht unten? Sei ehrlich. Mm-mm. Ey, oben ist irgendwas los. Ist außer Claudio und Kathi noch jemand oben? Soweit ich weiß nicht, ne? Ja. Mm-mm. Hätte doch irgendwas vor mit mir. Was ist denn schon wieder los bei uns? Mann, ja. Erstmal mein Handy und dann mein Bildschirm. Keine Ahnung. Okay. Ist ja egal. Willst du erstmal einen Kaffee? Ja, kann ich mir einen machen? Du kannst einfach auf andrücken. Das war es nochmal klein, ne? Klein, genau. Ja, keine Ahnung. Mhm. Eben erst war Washi-Tape auf meinem Handy drauf. Und dann so Post-its, Herzchen-Post-its auf meinem Bildschirm. Ich meine, okay, ist eine gute Ablenkung, aber ich wollte jetzt eigentlich gleich Videos aufnehmen. Ich habe sie aber noch nicht gefunden. Mhm. Aber ist sie einkaufen oder so? Ich weiß nicht, ich habe sie auch noch nicht gesehen. Ich habe sie heute Morgen einmal gesehen. Okay. Ich weiß nicht. Nimm Zucker, ne? Ja, ja. Ohne Milch. Ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Mach gut, komm. Und sonst bei dir? Ja, wird. Aber du hast sie wirklich nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen, ich verspreche es dir. Wenn ich sie sehe, schicke ich sie zu dir. Gut, okay. Ja. Dein Ernst? Was? Was ist denn damit? Das ist doch niemals Zucker. Probier mal. Doch. Das ist kein Zucker. Doch, das ist Zucker. Das ist niemals Zucker. Was ist los mit dir? Das ist Zucker. Dann probier mal meinen Kaffee, bitte. Probier ihn mal. Das ist doch kein Zucker! Nee! Das ist kein Zucker. Hast du was damit zu tun? Mhm. Ich esse nur meinen Lebkuchen. Irgendjemand hat... Ey, das ist doch bestimmt Kathi. Safe, das ist sie. Aber warum soll sie das denn gemacht haben? Warst du nicht heute den ganzen Tag schon in der Küche? Vielleicht stimmt was mit deiner Tasse nicht. Das ist nicht dein Ernst. Irgendwas passt doch hier nicht. Guck noch mal oben. Guck noch mal oben. Eva, du hast wirklich sehr gut geschaut, oder? Ja, Kathi war schon mal in der Küche, aber keiner darf das erfahren. Hat man sich echt eine ordentliche Portion. Schöne zwei Löffel. Der Arme. Ich hab da was gehört. Jetzt ist Kahn nach draußen gegangen. Entweder sucht er mich jetzt sogar draußen oder er macht einfach eine Mittagspause. Das ist auf jeden Fall meine Chance, jetzt noch meinen nächsten Streich zu machen, wieder in seinem Studio.
Und mein nächster Streich ist richtig nett, wie ich finde. Ich werde es Kahn gemütlich machen auf seinem Gaming-Sessel. Ich werde jetzt einfach alle Kissen und Decken, die wir haben, hintragen. Und für Kahn so eine richtig schöne Gaming-Bude bauen. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn mir jemand so einen gemütlichen Sessel vorbereiten würde. Da macht das Game doch gleich viel mehr Spaß. Also, der nächste Streich kann starten. Ich habe hier einen Karton und den werde ich wie ein Geschenk verpacken für Kahn. Und da packe ich aber nur so ganz viel Papierabfall und so rein. Und da ist überhaupt kein Geschenk drin. Und dieses Geschenk lege ich Kahn dann als nächstes hin. Ich habe jetzt hier einfach, das ist so ein alter Karton. Ich habe ein bisschen Washi-Tape. Ich habe ja auch noch das Washi-Tape von vorhin. Und da packe ich jetzt einfach so Papierreste und so rein. Dein Ernst? Oh, hey, Kahn. Da bist du ja. Als ob ich nicht weiß, dass du das warst. Ach guck, Kamera läuft auch schon. Kamera läuft schon. Na? Ich weiß ganz genau, dass du das bist. Was bin ich? Als ob du das nicht in mein Studio gebracht hast. Als ob du das nicht mit den Post-its warst. Als ob du das nicht mit diesem Washi-Tape warst. Und was war hier mit Salz? Ne? Also hier bei Zucker? Das war ich alles nicht. Mein Kaffee war ein bisschen salzig heute. Ja, eigentlich habe ich noch ein paar mehr Scherzen. Guck mal, was machst du denn hier gerade? Ist das was für Do-It-Yourself? Ganz bestimmt nicht. Ja, genau, das ist was für Do-It-Yourself. Ja, in der Wolke. In der Wolke wird kein Do-It-Yourself aufgenommen. Na? Das weißt du. Ja, okay, Kahn, du hast mich entlarvt. Ja, wer ist sonst? Aber ich habe dich die ganze Zeit nicht gefunden. Wo warst du? Ja, ich bin immer vor dir abgehauen. Ich habe mich immer hinter den Ecken versteckt. Ich habe auch die Kamera nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Also, ich habe eigentlich vor, 24 Stunden dich zu ärgern oder einen Tag lang, aber... Das wäre ein bisschen hart. Was wäre denn der nächste Prank gewesen? Ja, das verrate ich dir nicht. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Also, wenn euch das gefallen hat, wie ich Kahn geprankt habe, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich habe noch viele, viele tolle Ideen. Zum Glück war das jetzt nur ein, zwei Stunden, glaube ich. Ja, genau. Aber... Aber, okay. War schon okay, aber die, ich sag mal, Indizien für deine Streiche, also es geht nur, dass du das warst, wegen ja, Washi-Tape und ne, Post-its mit Herzchen. Hm. Hättest du jetzt irgendwas genommen, was so typisch Claudio wäre, hätte ich gesagt, ey, das ist doch bestimmt Claudio. Aber, ja, weißt du. Ja gut. Ihr habt gesehen, Karl hat mich leider erwischt und ich mache jetzt hier nicht weiter. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ja, wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, gerne ein Abo da lassen. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr Kahn geärgert hättet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ciao! Und zwar möchte ich heute mal 24 Stunden Kathi ignorieren. Hast du mich nicht? Hey, stopp! Was soll das denn? Wenn du sauer auf mich bist, red doch einfach mit mir. Mir reicht jetzt echt. Das war's. Es ist immer wieder Zeit für eine neue 24-Stunden-Challenge. Ja, für mich auf jeden Fall. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Freebeer-Kanal. Leute, heute steht, wie gesagt, eine neue 24-Stunden-Challenge für mich an. Und zwar möchte ich heute mal 24 Stunden Kathi ignorieren. Und ich darf vielleicht nicht so laut sein. Ist drüben schon angekommen? Ja, wir haben gerade früher Morgen. Wir sind gerade in die Studios gekommen. Und ich habe auch schon lecker gefrühstückt. Mal ausnahmsweise, weil vielleicht heute ein bisschen anstrengender Tag werden könnte. Ich habe das Ganze ja schon mit Nina gemacht. Das war ja so vor der Kamera in den Aufnahmen. Bei Kathi werde ich das ein bisschen versteckt versuchen zumindest. Ich hoffe, es klappt. Also ich werde die Kamera hier und da verstecken. Also ihr werdet vielleicht bei allen Aktionen nicht ganz live dabei sein, aber zumindest die Reaktion dann erleben. Und meine erste Aktion steht auch schon fest. Ich möchte irgendwas klauen, was ihr gehört. Und danach drauf reagieren. Also ich werde es erst hier hinpacken und nicht drauf reagieren. Also ich werde es erst verstecken und nicht drauf reagieren und dann hier auf den Tisch packen. Aber wie dem auch sei, ihr werdet das schon sehen. Ne? Fangen wir an. Let's go. Mögen die Spiele beginnen oder so. Ich hab hier Handy. So, und ich tue jetzt so, als ob ich hier Roblox spiele. Warte. Okay, ein auf cool. Als ob ich ein Video vorbereite. Also so, teste schon mal. Sie war gerade nicht in ihrem Studio, deswegen. Das Handy lag auf dem Tisch. Ich hab's mir einfach geschnappt. Kahn, hast du mein Handy irgendwo gesehen? Ich hab das... Kahn? Hörst du mich nicht? Ich suche mein Handy. Das ist irgendwie komisch.
da ist ja mein Handy. Was sollte das denn? Warum hast du nichts gesagt? Ich suche jetzt hier überall die ganze Zeit. Hallo, Khan. Bist du irgendwie sauer auf mich? Habe ich irgendwas gemacht? Handy klauen musst du mir nicht direkt. Es ist ziemlich schwierig, weil wir uns so oft pranken und so. Und für die Videos. Ich hoffe, ich kann es durchziehen. Das war schon ziemlich schwierig. Und ich habe schon Angst, dass sie irgendwas gemerkt hat und gleich auf mich zukommt. Aber ich muss jetzt vor ihr verschwinden. Mal gucken, wie ich sie als nächstes ignorieren kann. Das wird echt schwierig heute. Eva. Hey, guten Morgen. Guten Morgen. Na, alles klar? Ja, doch. Ich trinke noch Kaffee, schaue ein bisschen in die Videos von mir. Sehr gut, sehr gut. Ich bin auch schon in dem Video dabei. Okay. Eva, heute geht es um 24 Stunden Kathi ignorieren. Oh. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen fies, aber es ist halt eine Challenge. Mhm. Können wir nicht ändern. Und da geht es darum, dass ich sie mit versteckter Kamera ignoriere. Okay. Wir hatten schon oben eine Szene und ich habe ein bisschen Angst, dass sie es mitbekommt. Deswegen musst du jetzt einmal mitmachen. Keine Sorge, am Ende des Tages werde ich es dann noch auflösen. Ne? Du bist hier, du wirst nicht als schlechte Dame hier wegkommen. Alles gut. Ich verstecke jetzt die Kamera hier. Sie wird weiterlaufen. Ja. Wenn Kathi gleich kommt, schreib mir mal bitte, dann komme ich rein. Wir unterhalten uns. Du kannst dich mit Kathi gerne weiterhin unterhalten. Okay. Ich werde mich mit Kathi aber nicht unterhalten. Okay? Dass du Bescheid weißt. Bist du dabei? Ich bin dabei. Gut. Ich verstecke die Kamera hier irgendwo. Ich glaube, hier wird es nicht so krass auffallen, oder? Ja, ich glaube, das geht. Ich glaube nicht. Hier stehen eh überall Kameras rum. Ich wollte sagen, das fällt nicht so auf. Das fällt ja nicht so auf. Schreib ihr dann gleich, wenn sie da ist. Okay? Super. Bis später. Bis später. Hey, morgen. Na, alles klar? Ja, ich räume gerade ein bisschen auf. Von gestern Abend ist noch einiges hier drin. Ach so. Da stehen die Hot Dogs, ne? Ja. Aber ja, alles gut bei dir? Oh, müde irgendwie wieder. Okay. Wie immer morgens. Mhm. Ja, ja. Irgendwie ja. Kam das irgendwie so ein bisschen komisch. Der hat mich gerade die ganze Zeit ignoriert. Ja. Okay. Hast du irgendwas getan? Keine Ahnung, frage ich mich auch. Der ist sauer auf mich jetzt, aber. Sie sind so hart geprankt. Genau, wir wollen ja auch noch zusammen. Genau, wir wollten zusammen drehen auf jeden Fall. Dann passt es so gegen 11 vielleicht. Ja, bestimmt nachher nochmal. Ja. Oh, ich muss erstmal ein bisschen wach werden. Mhm. Ja, ich habe hier auch schon meinen Kaffee stehen. Hey. Hi. Hi. Alles gut bei dir? Ja, auch selbst. Ja. Hast du heute Abend eigentlich was vor, oder? Heute ist Mittwoch, ne? Mhm. Okay. Nee, habe ich noch nicht. Wir wollten ins Kino. Es fehlt noch jemand. Okay. Welcher Film denn? Gerne, ich komme ja mit dir. Ja. Ich schreibe dann den anderen, dann wären wir genau 7 Leute. Okay, super cool. Dann, habt ihr Karten reserviert? Ja, ja, also es fehlt noch eine Person, deswegen. Mhm. Also wir können auch noch mehr reservieren, aber reicht auch ja. Auch noch mitkommen? Ist okay? Ja, passt für mich. Gut, dann schreibe ich den. Okay, danke. Dann sehen wir uns später. Sagst du mit der Zeit nochmal Bescheid, ne? Ja, ja, ich sag dir nochmal. Heute super. Abend halt, ne? Wenn wir durch sind mit den Videos, dann können wir nochmal gucken. Okay, gut. Bis dann. Ciao. Was war das denn jetzt, Eva? Ich weiß nicht. Ich wäre vielleicht auch ganz gerne mit ins Kino gegangen, aber. Wie komisch, ne? Weil ich habe dir ja schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass er mich ignoriert, aber also jetzt hat er mich wirklich richtig ignoriert, das verstehe ich nicht. Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Sonst frag ihn gleich nochmal, du siehst ihn gleich eben. Ja, ich frag ihn gleich einfach nochmal. Ich habe mich voll gefreut und habe mich drüber nachgedacht, aber sonst gehen wir ins Kino. Dann suchen sie sich jemand anders. Dann bis nachher, ne? Bis dann. Eva, danke schön. Ja, du hast doch auch deinen Spaß, oder nicht? Ja. Ha? Doch, so langsam gewöhne ich mich an die Challenges. Ja, mittlerweile gewöhnt sich Eva wirklich. Das war schon ziemlich fies. Das war sogar für meine. Dabei hatte ich ein schlechtes Gefühl. Sogar für meine Verhältnisse war das ziemlich fies. Ja, gut, aber trotzdem, ich muss es durchziehen. Ja. Keine Sorge, ich werde es am Ende des Tages noch auflösen. Ich habe schon gesagt, das wird ein ziemlich schwieriger Tag für mich heute. Ja, richtig fies. Aber gut, muss halt sein. Geht nicht anders. Danke dir. Das war's aber. Ich lasse dich heute in Ruhe. Gut, ich habe wieder eine Idee. Kathi möchte gleich ihre Challenge aufbauen. Sie hat mir über WhatsApp geschrieben, dass wir eine Challenge machen wollen. Und ich werde jetzt die Kamera verstecken. Und gleich, wenn sie ihre Challenge aufbaut, komme ich rein. Okay, sie ist noch nicht da. Ich dachte schon, sie steht vor der Tür. Komme ich rein und baue ihre Challenge wieder ab. Und gehe dann einfach, versuche dann wieder rauszugehen. Ja, mal gucken, wie sie reagiert. Natürlich versuche ich sie weiterhin zu ignorieren. Aber es wird immer schwieriger. So, ich packe mal die Kamera. Hier irgendwo. Damit der Gardine ein bisschen davor, aber nicht zu viel.
Was machst du da, Kahn? Hey, stopp! Was soll das denn? Wir wollten doch jetzt eine Schneid-Challenge zusammen machen. Hallo, Kahn? Irgendwie verstehe ich das alles nicht. Wenn du sauer auf mich bist, red doch einfach mit mir. Ist hier irgendwo eine versteckte Kamera oder so? Ich verstehe echt kein Wort. Weißt du was? Dann mach deine Schleimschüttel alleine. Okay, sie ist weg. Sie ist ziemlich sauer. Ich muss mir die ganze Zeit das Lachen verkneifen. Ich glaube, sie merkt es langsam. Oder auch nicht. Denkt sie wirklich, ich bin sauer wegen irgendwas? Das kann wirklich vielleicht ein Nachspiel für mich haben. Ich fühle mich langsam richtig schlecht. Oder auch nicht. Schauen wir mal, was als nächstes passiert. Ich gehe erstmal zurück in mein Studio. Leute, alles klar? Also ein, zwei Stunden sind schon wieder vergangen. Wir hatten aber nicht viel zu tun, weil ich für Spiel mehr Apps und Games versucht habe, was aufzunehmen oder was aufgenommen habe. Ich werde dir jetzt eine Sprachnachricht schicken. Dass wir, also da muss ich sie, kann ich sie leider nicht ignorieren, aber sonst geht das Video halt einfach auch nicht weiter. Ich werde ihr eine Sprachnachricht schicken, da seid ihr direkt live dabei. Und worum es geht, könnt ihr dann direkt jetzt sehen. Hey Kathi, wollen wir uns dann in der Wolke treffen und unsere Besprechung da machen? Wegen den Videos fürs Wochenende? Ich gehe jetzt in die Wolke, schnellstmöglichst, und verstecke die Kamera. Und dann werdet ihr sehen, was für eine Show ich da diesmal abziehe. Okay, die Show beginnt mal wieder. Hey, Kahn, na, bist du wieder zur Vernunft gekommen? Wollen wir jetzt doch uns absprechen? Hallo? Ja? Nee, alles gut. Ja, war's kurz. War's. Ja, nee, ich hab Zeit, alles gut. Dann in einer halben Stunde. Ja, ich komm vorbei. Alles gut, bis gleich. Ja. Wir haben ein Problem. Sie will nach Hause. Hat das gehört? Ich habe gehört, wie sie sich umgezogen hat. Deswegen müssen wir sie jetzt abfangen. Kathi! Was? It's a prank! Wolltest du nach Hause? Ja, ich geh jetzt auch nach Hause. Ich bin total sauer. Was soll das denn? Jetzt auch noch mit der Kamera wieder. Tut mir doch leid. Es war doch nur eine Challenge. Chill doch mal. Wollte ich eigentlich nur den ganzen Tag heute ignorieren. Ja, hast aber, du ja auch. Ja, und da du jetzt nach Hause gehen wolltest, ja, ein bisschen haben wir ja noch vom Tag. Ja, habe ich keine Lust zu, den ganzen Tag ignoriert zu werden. Macht keinen Spaß, ne? Ich muss auch zugeben, ich habe schon ein paar Mal jetzt gesagt, es war schon ziemlich fies heute. Ja. Das mit dem Kino und auch mit dem Handy. Wobei ich dachte eigentlich, bei dem Handy, du wirst es schon direkt merken, aber du hast die Kamera gar nicht bemerkt, ne? Nee, ich habe gar keine Kamera bemerkt. Ja, also heute war überall die Kamera dabei. Ihr habt es also wieder gesehen und ich nicht, oder was? Sorry. Besonders nach dem Video, mit dem, wo du meine Assistentin warst, tut mir das besonders leid. Ja, genau. Ich versuche mal nett zu sein und du bist so gemein. Ach, Mann. Ja, gut, das tut mir wirklich leid. Ich entschuldige, guck mal, vor der Kamera entschuldige ich mich sogar für die Challenge, dass ich das heute mit dir gemacht habe. Aber ich habe es halt schon mit Nina gemacht und ich muss fair sein. Ich muss das auch mit dir machen. Ist in Ordnung. Wundere dich nicht, dass ich gerade noch ein bisschen sauer bin. Ich muss erst mal wieder. Bleibst du trotzdem hier? Ja. Drehen wir dann noch unsere Challenge? Ja, wir drehen noch. Keine Sorge. Machen wir noch. Oh Mann, Leute, typisch Kahn. Oder vielleicht keine Schleife, vielleicht machen wir nochmal was anderes. Ich hätte da vielleicht eine Idee, aber diesmal eine vernünftige Idee. Naja, vernünftige Idee von Kahn. Leute, das war's mit 24 Stunden ignorieren Kathi. Die 24 Stunden haben, glaube ich, nicht so ganz geklappt. Nee. Aber sonst hätte ich auch... Lass dich auch nicht 24 Stunden mit mir machen. Ich wette, heute Abend wäre noch so ein Anruf gekommen. Im Sinne von so, ey, was denkst du eigentlich, wer du bist? Was machst du da? Nein, sondern ich versuche mir mal zu schlichten. Ich habe ja gedacht, ich habe irgendwas falsch gemacht. Du willst mit mir reden. Nein.
Ich habe ja nicht mit dir geredet, das war ja das Problem. Ja, genau. Ich dachte vielleicht, es hat dir nicht gefallen, wie ich deine Assistentin war. Nein, das war super. Deswegen entschuldige ich mich sogar dafür. Aber es musste halt sein. Und ich hoffe trotzdem, du hattest Spaß. Ja, doch, doch. Nein, du hattest gar keinen Spaß. Nee, ich hatte keinen Spaß, aber ich muss sagen, du hast das gut gemacht. Du hast mich gut ignoriert. Dankeschön. So gut, dass ich mega sauer geworden bin. So, und jetzt gehe ich nach Hause. Kannst du gerne alleine weitermachen. Nein, wir nehmen jetzt noch weitere Videos auf und dann gucken wir mal weiter. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey Leute, herzlich willkommen bei Spiel mit mir und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wieder ein 24-Stunden-Video. Diesmal von mir ein Prank an Kahn. Ich werde 24 Stunden lang Kahns Studio einnehmen. Der macht sich das ja hier in letzter Zeit richtig schön. Und ja, für mich ist das ein bisschen langweilig, deswegen habe ich mir meinen eigenen Laptop mitgebracht. Ich habe was zu trinken, ich habe Schokoriegel dabei, mein Handy, hier auch meine Tasche, noch ein Schal, falls mir doch hier zu kalt wird. Also eigentlich ist es hier immer ziemlich warm im Studio, aber naja, also ich werde es mir auf jeden Fall richtig schön gemütlich machen und hier den ganzen Tag bleiben. Und Kahn werde ich hier einfach nicht reinlassen. Es wird total witzig, der wird auch total verwundert sein. Ich gebe mich natürlich nicht zu erkennen. Und hier habe ich eine Kamera aufgestellt, die das Ganze dann filmen soll. Die muss ich natürlich jetzt noch starten. Versteckte Kamera. Extra hier so die Kissen ein bisschen davor gemacht. So. Ich denke mal, das wird nicht so auffallen. Also hier sind so mehrere Kissen. Wenn Kahn kommt und dann hier auf die Tür guckt, dann haben wir das auf jeden Fall auf der Kamera mit drauf. So, und jetzt werde ich mal hier reingehen und natürlich auch abschließen. Ich habe mir den Schlüsselstiepitz, den normalerweise Kahn immer benutzt. Ich wusste, wo er den versteckt hat. Und damit werde ich das Ganze jetzt hier zuschließen. Und das mache ich auch nicht so schnell wieder auf. Jetzt fange ich erstmal an, mir einen richtig schönen Tag hier zu machen in meinem eigenen neuen Studio. So, ich bin heute hier extra etwas früher gekommen. Es ist jetzt langsam so die Uhrzeit, dass Kahn hier aufkreuzen müsste, so in ein paar Minuten. Und ich werde natürlich das Licht jetzt hier ausmachen, damit er nicht direkt misstrauisch wird. Und ich muss natürlich auch mit Mucksmäuschen still sein und werde jetzt erstmal ganz still beobachten. Guck mal, ob er kommt. Ich habe Schritte gehört, er ist jetzt erstmal weggelaufen. Er ist irgendwie zweimal zur Tür gegangen und hat so getestet. Ich hoffe, ihr habt das ein bisschen mitbekommen. Ich musste mich ja ruhig und leise verhalten hier im Dunkeln. Und ja, jetzt ist er erstmal weg. Wahrscheinlich wird er jetzt irgendwie auf die Suche nach seinem Schlüssel gehen und vielleicht irgendwo nochmal suchen oder so. Irgendwann wird er auf jeden Fall wiederkommen. Und dann wird er auch wahrscheinlich ungeduldig. Deswegen habe ich mir jetzt noch was anderes Cooles überlegt. Ist mir gerade noch eingefallen. Ich werde jetzt so ein Schild an die Tür hängen. Dieses Studio ist für die nächsten 24 Stunden gesperrt. Aber natürlich werde ich da heute kein Washi-Tape benutzen und auch keine schönen bunten Stifte, damit Kahn nicht vermutet, dass ich das vielleicht geschrieben haben könnte. Ich muss mich natürlich ein bisschen beeilen. Der wird nicht lange auf sich warten lassen. Und, huch, was ist denn mit dem Stift passiert? Ich hoffe, ja, doch, funktioniert. Und ich werde extra meine Schrift ein bisschen verstellen. So Leute, ich habe das Ganze vorbereitet. Studio gesperrt, bitte morgen wiederkommen. Ich habe das extra in so ganz neutraler Schrift und mit Tesafilm vorbereitet. Das werde ich natürlich jetzt außen dran kleben. Ich muss das mal ganz schnell unauffällig aufschließen. Aber Kahn ist noch nicht wieder in der Nähe. Noch sieht man ihn nicht. Kamera läuft auch noch. Dann. Ja,
heißt es jetzt wieder warten. Ich finde, das ist ein total witziger Streich, weil dieses Schild, also er wird vielleicht denken, dass das der Hausmeister oder so dran gemacht hat, dass hier irgendwas defekt ist, dass hier irgendwelche Bauarbeiten sind oder so. Und ja, das wird auf jeden Fall richtig cool. Ich muss natürlich das Licht jetzt wieder ausmachen, falls Kahn wiederkommt. Hat es irgendwie die ganze Zeit vor der Tür. Aber jetzt habe ich gerade wieder Schritte gehört. Ich glaube, er ist jetzt weggegangen. Ich habe auch einmal gehört, wer hä oder so gesagt hat. Also er war total verwirrt vor der Tür, aber hat es anscheinend voll abgekauft und ist jetzt wieder gegangen. Vielleicht geht er jetzt nochmal irgendwo sich erkundigen oder so. Aber wenn ich Glück habe, dann bin ich Kahn gleich los und dann kann ich den Rest des Tages hier einfach verbringen und machen, was ich will. In Kahns Studio. Ja. Vielleicht geht er gleich wieder nach Hause. Ich habe ja hingeschrieben, bitte morgen wiederkommen. Und ja, ich finde es einfach richtig witzig. Ich werde jetzt noch ein bisschen abwarten, ob er vielleicht irgendwie gleich nochmal an der Tür ist oder so. Und dann ja, schauen wir gleich, weil ich werde mir jetzt langsam es auch ein bisschen gemütlich machen. Hier hinten ist ja auch das Sofa. Ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter ohne Licht sein, damit er nicht, wenn er zurückkommt, die vor der Tür das Licht sieht. Aber hier auf dem Sofa kann ich es mir richtig schön gemütlich machen und vielleicht gehe ich auch hier gleich mal ein bisschen an Kahns Computer, an meinen Computer. Ich habe ja auch noch von unserer letzten Challenge liegen sogar hier noch meine Stifte. Also ich habe ja echt einiges zu tun. Das wird ein richtig cooler Tag in Kahns Studio. Warum läuft diese Kamera? Und das schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und warum ist mein Studio abgeschlossen? Warum finde ich, also normalerweise sind die Studios bei uns immer auf. Klar, es gibt hier und da noch einen Schlüssel, aber da ist der Schlüssel auch nicht. Und da war auf einmal ein Schild dran. Ich weiß schon, wer es ist. Es ist Kathi. Ja? Und okay, sie will anscheinend nicht aus meinem Studio raus. Okay, kann ich verstehen. Ist auch ein cooles Studio. Aber ich muss mir auch was einfallen lassen. Wie wär's? Also wahrscheinlich macht sie gerade auch ein Video, weil sonst würde die Kamera hier nicht laufen. Und sie hat mir auch nichts geschrieben oder so. Ich habe jetzt auch nicht geschrieben, aber ich habe sie auch noch nicht gesehen. Aber ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, dass sie jetzt mein Studio blockiert. Aber nachdem ich das Schild gesehen habe, das stimmt doch irgendwas nicht. Ich muss mir was einfallen lassen. So, ich sitze immer noch hier im Dunkeln. Aber es ist jetzt echt schon eine ganze Weile vergangen. Bestimmt schon so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ich denke mal, ich kann jetzt langsam das Licht anmachen. Ich glaube, mein Plan ist aufgegangen. Und ich kann mir jetzt hier einfach einen richtig schönen Tag machen. Ich denke, es ist jetzt soweit, dass ich das Licht anmachen kann. Wenn ich Schritte höre, kann ich ja schnell zur Tür laufen und das Licht wieder ausmachen oder so. Aber jetzt werde ich mich erstmal schön aufs Sofa setzen. Laptop habe ich ja dabei. Vielleicht esse ich auch schon mal einen schönen Schokoriegel. Okay Leute, ich habe eine Idee. Ich bin auf der Suche nach dem Typen, der sich hier um die Sicherheit in dem Haus kümmert. Vielleicht erwischen wir den jetzt normalerweise hier unten. Oh, Herr Mann. Es geht um Folgendes, also wir haben ja oben die Studios und wir haben ja normalerweise auch einen Schlüssel dafür. Aber das Problem ist, dass wir den einen Schlüssel gerade nicht finden und ich komme gerade nicht rein. Und Sie haben ja normalerweise so einen Generalschlüssel für alles. Könnten Sie mir den vielleicht gerade kurz geben, dass ich da einmal kurz das Studio aufmachen kann? Ja, kann ich machen. Müssen Sie einmal eben unterschreiben? Ja, kann ich gerne machen. Ich komme dann gleich auch wieder zurück. Ich muss nur einmal kurz aufschließen und vielleicht ist der Schlüssel auch da drin, ich weiß es nicht. Okay. Wenn der verloren ist, müssen wir den dann noch nachmachen lassen. Okay, da hat die Kollegin, also Kathi meinte zu mir, dass sie dann gerne die Kosten da übernehmen kann. Alles klar. Okay, also ich komme dann gleich vorbei, ne? Okay. Also, ich habe es mir jetzt wirklich mittlerweile ganz gemütlich gemacht. Ich habe mir jetzt auch meinen Schal so als Decke über meine Beine gelegt, habe mich ein bisschen ausgestreckt und schaue gerade ein bisschen auf unserem Kanal vorbei.
Und da ist mir auch aufgefallen, wie häufig Kahn gemein zu mir war. Ich hatte schon zwischendrin ein schlechtes Gewissen, aber der ist ja halt auch immer gemein zu mir, dann kann ich auch mal 24 Stunden sein Studio einnehmen. Und ich muss auch sagen, ich finde es echt cool heute hier bei Kahn im Studio, seitdem der aufgeräumt hat. Es ist nicht mehr so staubig, es ist alles schön. Also gefällt mir schon dieses Studio. Kann ich mir wohl auch vorstellen, ein bisschen länger drin zu verbringen. Zumindest heute den ganzen Tag. An der Tür ist er auch noch nicht wieder. Er ist noch nicht wieder aufgetaucht. Ach, so ein herrliches Leben in Kahns Studio. Ich muss mir auch noch ein paar andere Aktivitäten überlegen, die ich heute alle so mache. Sonst wird es mir vielleicht doch ein bisschen langweilig. Ich könnte ja vielleicht auch Eva später noch hier ins Studio mit einladen. Oder vielleicht starte ich noch eine große Bastelaktion und werde Kahns Studio wieder verschönern. Das hat ihm ja letztes Mal auch nicht so gut gefallen, als ich da die Lichterketten aufgehängt habe und so. Das wäre vielleicht auch noch eine coole Idee. Fernseher steht da hinten ja auch. Vielleicht kann ich den auch anschließend noch ein bisschen fernsehen und mir ein paar neue Videoideen überlegen. Also irgendwie werde ich auf jeden Fall diesen Tag schon gut rumkriegen. Irgendwann muss ich auch hier nochmal raus. Ich habe mir auch kein Mittagessen mitgebracht und wenn ich wirklich den kompletten Tag hier drin bleibe, dann muss ich natürlich auch losgehen und mir noch was zu essen holen. Aber ich habe ja den Schlüssel für Kahns Studio. Da kann also nichts passieren. Ich werde dann einfach von außen wieder abschließen. Das Schild hängt ja auch noch dran. Und wenn Kahn doch nochmal irgendwie heute Mittag oder so wiederkommt, ja, dann hat er immer noch keine Chance. Ich darf mich nur nicht von Kahn sehen lassen. Nicht, dass der irgendwie sieht, wie ich hier ins Studio reingehe oder so. Aber ja, ich glaube, es klappt schon alles ganz gut, so wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, ihr habt's mitbekommen, ne? Ich habe mich mit dem Sicherheitstypen hier im Haus unterhalten, ne? Und habe nach einem Schlüssel gefragt, nach so einem Generalschlüssel. Den wollte er mir doch nicht geben, aber wir haben hier überall wohl anscheinend Zweitschlüssel. Das wusste ich bisher auch nicht. Er hat mir den Zweitschlüssel jetzt gegeben, muss ihn den aber gleich wieder zurückbringen, wenn ich den anderen gefunden habe. Falls nicht, müssen wir den bezahlen. Aber ich weiß ganz genau, dass Kati da drin ist. Deswegen bringe ich gleich den Schlüssel zurück. Also vielen Dank an den Typen auf jeden Fall. Er weiß, wer gemeint ist. Natürlich ist sein Video nicht zu sehen. Ein bisschen die Stimme zu hören, aber auch nicht die richtige Stimme. Na, aber er weiß Bescheid. Keine Sorge. So, wir werden jetzt das Studio schließen und Kati überraschen. Ja, ich bin hier immer noch. Hä, was ist denn da los? Hallöchen! Kahn, wir... wie, du bist ja doch... Also ich dachte, du wärst nach Hause gegangen oder so. Nö. Welche Kamera lassen wir jetzt laufen? Deiner? Ja. Lassen wir deine mal ruhig laufen. Ja, können wir machen. Ja, Kati. Ich hatte es mir doch hier richtig gemütlich gemacht. Ich habe mir das alles schon so schön ausgemalt, wie denkst ich den Tag du, denkst du wirklich, ich komme nicht auf die Idee, dass du dahinter steckst? Ich habe doch extra meinen Schrift verstellt und so. Also, sonst... Ich, guck mal, ich ja, aber wer, das sollte, das, aber wer sollte das sonst sein? Wer sollte das sonst sein? Ja, ja. Und ich habe sogar einen Zweitschlüssel gefunden, von dem Sicherheitstypen hier im Haus. Oh, ja. Hast du, du hast aber den Schlüssel hoffentlich, ne? Ja, den Schlüssel habe ich. Ja, dann zeig mal her. Zeig mal her. Da vorne. Wo? Ich glaube, doch da vorne hingelegt, ne? Ach, hier, ja. Ja. Ja, cool. Also, ist eine coole Idee, aber bist du eigentlich nicht auf die Idee gekommen, dass ich beim Typen da. Ja, ich nenne ihn jetzt mal Hausmeister, aber er ist nicht der Hausmeister. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie da noch einen Zeitschlüssel für dieses Studio. Ja, er hat wohl einen Generalschlüssel, aber den wollte er mir dann doch nicht geben. Ja. Na, also fürs ganze Haus. Aber die haben wohl anscheinend hier für jeden Raum nochmal einen zweiten Schlüssel. Wussten wir bisher auch nicht, das aber konnte gut zu ich wissen. Ja nicht wissen. Aber ich muss auch unterschreiben. Und ich habe auch gesagt, falls der andere verloren gegangen ist, dass du den dann zahlst. Ach so. Du wusstest doch gar nicht, ob ich hier drin bin. Es war auch klar, wer sonst? Oh, ich habe mir vor allem vorgenommen, falls ich irgendwie nochmal was höre, dass ich schnell aufspringe und Licht ausmache. Aber so schnell kam ich gar nicht dahin zur Tür. Ja, ich hatte es mir wirklich gerade hier echt langsam richtig gemütlich gemacht. Ja, aber langsam kannst du auch raus, ne? Ich war auch schon einmal überlegen, ich wollte dann auch gleich mir mal was zu essen holen, heute Mittag und so, aber naja. Kannst du gleich wieder schön raus. Ja, gut. Also das hier in meinem Studio zu bleiben, das... wolltest du den ganzen Tag wirklich hier bleiben? Ja, klar. Kriegst du nicht hin. Ist echt schön hier, seitdem du das hier so ein bisschen... Ich habe auch die Kamera entdeckt zwischen den Kissen und so, ne? Also ich habe... du hast ja gesehen, dass die Kamera dabei ist. Ja, Leute, hat wohl doch nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Ich war mir so sicher mit meinem Plan, aber ja, Kahn hat meinen Plan entlarvt. Ich sperre dich jetzt doch ein. Nee. Och, Kahn. Das macht er sowieso. Der lässt mich sowieso gleich wieder raus. Aber naja, Leute, ihr habt gesehen, mein Plan ist leider gescheitert. Findet ihr denn, dass das eine gute Idee war, Kahns Studio für 24 Stunden einzunehmen? Vielleicht muss ich noch ein bisschen was anderes überlegen und das dann nochmal machen. Wenn ihr das nochmal sehen möchtet oder noch coole Ideen habt, wie ich Kahns Studio einnehmen kann, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und tschüss!
Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmehr-Kanal. Leute, ich muss heute mal ein etwas anderes Intro machen. Es ist Folgendes passiert. Ich muss es kurz halten. Also, es ist früh am Morgen. Ne? Ich bin hier ins Studio gekommen und wollte eigentlich kurz was von Kati holen. Ne? Hier was aus dem Do-It-Yourself-Studio. Da bin ich an das Regal gegangen, weil ich ein paar Zettel brauchte. Und da habe ich was gefunden. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Warte, ich zeig's mal. So, hier vorne ist es. So, diesen Zettel habe ich eben entdeckt. Guck mal, was hier drauf steht. Zu Hause bleiben. Im Damenklo verstecken, kann er zum Supermarkt rufen, in seinem Studio einsperren, danach geheimes, Klo, kann in die Wolke rufen, Challenge im Schwimmbad vereinbaren, nach Hause gehen. So, ich warte jetzt gleich mal ein bisschen. Ich gehe davon aus, dass Kati heute definitiv ein bisschen zu spät kommt, weil das sieht mir irgendwie nach einem Video heute aus. Was für ein Video, weiß ich noch nicht. Vielleicht ignorieren? Nee, kann nicht sein. Kann zum Supermarkt rufen, in seinem Studio einsperren, danach kleines Klo. Okay, sie könnte sich natürlich vielleicht verstecken, aber ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Vielleicht hat sie auch eine andere Idee. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. Ich habe es auf jeden Fall hier gefunden. Ich muss es natürlich wieder da reinpacken. Ich mache lieber mal ein Foto, damit ich weiß, was sie heute vorhat. Falls sie wirklich zu spät kommt. Ich warte jetzt erstmal ab, ob sie denn später kommt oder nicht, weil dann ist sie definitiv erstmal zu Hause geblieben. Aber ich melde mich gleich nochmal. Es kann spannend werden, aber vielleicht kommt dieses Video auch gar nicht online. Ich weiß es nicht. Sie macht es. Also sie ist jetzt, ich habe mich auch nicht bei ihr gemeldet oder so, ich habe ihr nicht geschrieben. Es ist jetzt schon eine Stunde vergangen und sie ist immer noch nicht da. Und normalerweise ist sie um diese Uhrzeit immer da. Also sie ist eigentlich kurz nach 9 ist sie da, jetzt haben wir schon kurz nach 10 und sie hat sich immer noch nicht gemeldet. Das heißt, safe, sie versteckt sich heute vor mir. Mal gucken, was das wird. Ich warte nochmal ab. Ich warte erstmal. Hey Leute, herzlich willkommen bei Spiel mit mir und herzlich willkommen zu einer neuen 24-Stunden-Challenge. Ich habe was mit Kahn vor. Ich werde mich 24 Stunden vor ihm verstecken. Aha. Er hat das auch schon mal mit mir gemacht, aber das Video ist leider, ja, das ist was schief gegangen. Das konnten wir nicht hochladen. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt rächen. Ich werde mich 24 Stunden vor Kahn verstecken. Ich habe das Ganze schon gut geplant. Bin jetzt extra heute etwas später hier angekommen und werde jetzt gleich erstmal reingehen und hoffentlich werde ich nicht von Kahn entdeckt. Jetzt im Moment bin ich noch im Auto, wie ihr seht. Und ihr werdet mich gleich wiedersehen. So, als erstes geht's ins Damenklo. Ich glaube, David kann mich nicht finden. So, ich werde als erstes Kahn eine Sprachnachricht schicken, dass er in den Supermarkt kommen soll, dass ich dort eine Challenge vorbereiten würde und seine Hilfe brauche. Ja, und dann ist er erstmal weg. So. Hi Kahn, ich bin gerade im Supermarkt und bräuchte deine Hilfe für eine Challenge. Kannst du vielleicht da rüberkommen? Das wäre ganz gut, wäre nett, wenn du mir hilfst. Gut, das ist schon mal erledigt. Dann kann ich mich gleich zu meinem nächsten Versteck bewegen. Leute. Okay, sie hat jetzt eine Sprachnachricht geschickt. Hört euch das mal bitte an. Es läuft alles nach Plan anscheinend. Hi, Kahn. Ich bin gerade im Supermarkt und bräuchte deine Hilfe für eine Challenge. Kannst du vielleicht da rüberkommen? Das wäre ganz gut. Wäre nett, wenn du mir hilfst. Ja, wer es glaubt, hört sich gar nicht nach Supermarkt an. Aber sie hat ja jetzt im Damenklo versteckt. Sie wollte mich da hinrufen. Okay, und dann möchte sie sich, glaube ich, hier in meinem Studio einsperren. Gut, ich glaube, ich gehe jetzt mal kurz woanders. Ich gehe mal kurz unten zur Treppe und dann warte ich mal kurz. Okay, Leute, ich bin jetzt im Keller. Natürlich bin ich nicht zum Supermarkt gelaufen, aber ich habe trotzdem meine Jacke mitgenommen. Sicher ist es, wobei Kathi würde gar nicht auf die Idee kommen, nach meiner Jacke zu schauen. Wie dem auch sei, ich bin jetzt im Keller, warte ein paar Minuten. Der nächste Punkt war ja, ne, in meinem Studio einsperren. Und dann gehe ich gleich mal an die Tür und tue so. Ne? Ich wette, sie wird dann sagen, ja, der ruft nochmal den Sicherheitstypen. Ich kenne dich, Kathi, ich kenne dich. Ich weiß ganz genau, was du vorhast. Ich weiß es ganz genau. Ich warte einfach hier ein bisschen. Ne? Und dann will sie wahrscheinlich in das geheime Klo flüchten. Warten wir mal. So, ihr erkennt wahrscheinlich schon, wo ich bin. Kahns Studio. Hier werde ich mich kurz verstecken, bis Kahn wiederkommt. Und dann wird er wahrscheinlich wieder total erstaunt sein, warum sein Studio zu ist. Und Kahn ruft ziemlich schnell den Sicherheitstypen hier aus dem Haus. Da muss ich mich also beeilen. Sobald er wieder weg ist, schließe ich schnell auf und suche mir ein neues Versteck. Und das Licht mache ich natürlich auch aus, sonst wird er nachher noch misstrauisch. Ich muss mich wieder ganz leise verhalten. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt hier im Dunkeln. Kahn hat mittlerweile anscheinend auch einen Schlüsselanhänger hier am Schlüssel, weil beim letzten Mal, der Schlüssel dachte er hätte den verloren oder so. Aber ja,
jetzt hat er anscheinend ein bisschen vorgesorgt. Jetzt muss ich auch leise sein. Okay, ich habe ein paar Minuten gewartet. Sollen wir mal nach oben? Wir gehen nach oben. Let's go. Hä? So, Kahn ist anscheinend jetzt wieder gegangen und ich werde mich jetzt ganz schnell hier aus dem Staub machen, damit er mich nicht sieht. Ich habe auch schon eine Idee, wo ich mich als nächstes verstecke. Schnell meine Sachen mitnehmen. Bin ich weg. Ich kann dich hören. Hä? Die Tür war doch abgeschlossen. Ich weiß, dass sie jetzt wahrscheinlich da hinten auf dem Klo ist. Ich muss mir das einfallen lassen. Vielleicht schicke ich ihr eine Sprachnachricht. Ja, das machen wir jetzt mal. Warte mal. Und mein nächstes Versteck kennt ihr auch. Ich glaube, hier wird Kahn erstmal nicht suchen. Das ist diese kleine Toilette, die ist neben einem unserer Studios. Die geheime Toilette nenne ich sie einfach mal. Und ja, hier bin ich, glaube ich, erstmal in Sicherheit. Das mit dem Studio war ganz schön knapp. Ich kenne ja Kahn, der wird jetzt wahrscheinlich irgendwie auf der Suche sein nach dem Sicherheitstypen und sich wieder den Generalschlüssel da holen oder diesen Ersatzschlüssel. Puh. Aber ja, ich finde, bisher läuft es echt extrem gut. Ich werde mich hier kurz ein bisschen ausruhen und dann geht's gleich weiter. Kathi, also ich war hier beim Markauf, ne? Da warst du doch auch. Also ich habe da am Eingang gewartet, beim Kassenbereich, wo wir uns sonst auch immer treffen. Aber ich habe dich nicht gesehen. Warst du schon raus oder wie? Hättest du auch kurz schreiben können. Naja, wie dem auch sei. Ich bin auch extrem verwirrt irgendwie. Also meine Tür war eben auch abgeschlossen, aber ich war mir ziemlich sicher, dass sie nicht abgeschlossen hatte. Aber vielleicht bin ich auch einfach verwirrt. Naja, wie machen wir denn jetzt weiter? Okay, mal gucken, was sie darauf antwortet. Ich muss natürlich ein bisschen ruhig sein. Wobei, was war das nächste? Ich gucke mal. Ich habe es ja abfotografiert. Achso, sie wird mich jetzt in die Wolke rufen. Okay, was sie dann machen wird, müssen wir mal gucken. So Leute, ich bin immer noch hier im geheimen Badezimmer und ich habe gerade eine Sprachnachricht von Kahn bekommen. Die hören wir uns natürlich jetzt mal an. Gucken, was er zu sagen hat. Kathi, also ich war hier beim Markauf, ne? Da warst du doch auch. Also ich habe da am Eingang gewartet, beim Kassenbereich, wo wir uns sonst auch immer treffen. Aber ich habe dich nicht gesehen. Warst du schon raus oder wie? Hättest du auch kurz schreiben können. Naja, wie dem auch sei. Ich bin auch extrem verwirrt irgendwie. Also meine Tür war eben auch abgeschlossen, aber ich war mir ziemlich sicher, dass sie nicht abgeschlossen hatte. Aber vielleicht bin ich auch einfach verwirrt. Naja, wie machen wir denn jetzt weiter? Okay, Kahn scheint selber zu glauben, er ist total verwirrt. Das läuft super für mich. Ich werde jetzt als nächstes Kahn in die Wolke locken, damit ich dann nochmal ins Studio Safe Studio gehen kann, mir da ein paar Sachen schnappen kann, die ich mit nach Hause nehmen will, damit ich einfach von zu Hause noch ein bisschen was vorbereiten kann. Ja, und den Rest des Tages werde ich einfach zu Hause verbringen. Und das war die einfachste 24-Stunden-Challenge, die ich mir vorstellen kann. Kahn werde ich natürlich dann noch als nächstes in Schwimmbad locken. Genau, das hatte ich mir so, ich hatte mir das Ganze ja so geplant. Ich werde Kahn versuchen, in ein Schwimmbad zu locken, während ich gemütlich zu Hause sitze. Und dafür werde ich jetzt Kahn als nächstes eine Nachricht wieder senden. Hey Kahn, tut mir leid, dass wir uns bei Marka verpasst haben. Ich bin jetzt in der Wolke. Kommst du kurz rüber? Oh Mann, jetzt muss ich mich wieder beeilen. Okay. Sie hat was geschickt. Hey Kahn, tut mir leid, dass wir uns bei Marka verpasst haben. Ich bin jetzt in der Wolke. Kommst du kurz rüber? In der Wolke ganz bestimmt nicht. Aber wir müssen jetzt in die Wolke. Das nächste war, glaube ich, Schwimmbad. Ich muss natürlich warten, dass ich Kahn jetzt nicht auf dem Flur treffe. Und dann muss ich mich echt beeilen. Ich schmeiße hier rüber.
gut aus. Geschafft. Gut, ich brauche kurz meine Sachen hier. Ich wollte mir hier kurz ein paar Stifte und so mitnehmen, die ich auf jeden Fall brauche für zu Hause. Und was, irgendwas war das noch? Noch Kleber und eine Schere. Meine Schere zu Hause ist so stumm. Puh. Und dann werde ich gleich ganz schnell verschwinden. Natürlich ist hier keiner in der Wolke. Ist doch klar, Leute. Aber wo könnte sie sein? Meint ihr, sie traut sich wirklich kurz ins Do-It-Yourself-Studio oder so? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, vielleicht ist sie zurück in mein Studio. Warte, wir gucken mal nicht mal. So, die Stifte. Ich glaube, hier. Ach, da ist auch noch mein Zettel, wo ich mir das alles vorbereitet hatte. Genau, diese Stifte wollte ich mitnehmen. Kathi? Kathi! Nein, ja, ist sie nicht. Okay, dann muss sie ja nicht im Do-It-Yourself-Studio sein. Ich muss mich auch echt beeilen. Kahn ist ja nicht doof. Der wird vielleicht auf die Idee kommen, dass ich im Do-It-Yourself-Studio bin und mich hier suchen. Deswegen werde ich mich jetzt ganz, ganz schnell auf den Weg machen. Und euch nehme ich natürlich weiter mit. Hallöchen! Kahn! Was wird das hier? Hey! Ich dachte, du wolltest in die Wolke kommen. Ja, bin ich auch gerade. Ach, deine Kamera läuft auf. Läuft auch. Wieso denn? Dann kann ich ja meine kurz ausmachen, oder? Ja, kannst du. Was wird das? Wo bist du die ganze Zeit? Ja, ich war doch bei Markov und Bei Markov also. Ich hatte hier heute Morgen was gefunden. Ach, was schnüffelst du in meinen Sachen rum? Was schön so, ich wollte nur kurz ein paar Zettel, dass du das hier auch so hinlegst. Was kann ich denn dafür, wenn das so offensichtlich hier ist? Das ist privat. Ja, das hier ist ganz bestimmt nicht privat. Das gehört uns allen, das weißt du. Das gehört gar nicht uns allen, das sind meine Stifte. Ja, ich hab das schon, ich wusste das schon alles. Ja, ich habe da eben schon von erzählt von meinem Zettel. Den hätte ich vielleicht lieber nicht da liegen lassen sollen, sondern mit nach Hause nehmen sollen. Du wolltest du mich jetzt ins Schwimmbad locken? Als ob wir da eine Challenge machen würden. Ja, wollte ich eigentlich. Ich wusste schon die ganze Zeit davon Bescheid. Ich habe den heute Morgen schon gefunden. Direkt bevor ich da war, oder? Ja, natürlich. Ich wollte einmal kurz hier was holen, aber du warst ja noch nicht da, sodass ich mich hier selbst bedienen musste. Und dann habe ich halt den Zettel gefunden. Ich wusste es aber noch nicht zu 100%. Also, ich habe ja auch ein Video aufgenommen, weil ich schon die Vermutung hatte, dass du irgendwas vorhast. Ach, nö. Das heißt, ich habe mich auch vor dir versteckt heute. Ich bin gerade echt ein bisschen enttäuscht. Also, das hat so gut gelaufen bisher. Ich war so stolz auf meine coolen Pläne, die ich da hatte. Ja. Und genau, als nächstes wollte ich nach Hause gehen. Ich weiß. Deswegen hatte ich auch ein bisschen Angst, weil ich habe erst in meinem Studio noch nachgeguckt. Aber da warst du nicht, weil auf dem Zettel stand nicht mehr, was du machen wolltest, sondern nur ins Schwimmbad locken. Aber ich wusste halt nicht. Ne? Gut, dass du hier reingekommen bist, war natürlich sehr, sehr riskant. Ja, genau. Ich hatte mir gerade noch ein paar Sachen eingepackt. Eine Schere und so. Ach so, das ist die gleiche Sache. Ich wollte schon sagen, was... Nee, die nicht, sondern hier in der Tasche hinten. Und dann wolltest du wirklich jetzt nach Hause den ganzen Tag? Und was ist mit den anderen Videos? Ja, ich wollte da ein bisschen was für Do It Yourself vorbereiten. Ja. Ich meine, zum Glück haben wir Freunde WG schon aufgenommen, weil dann hätten sich einige Leute bestimmt beschwert. Naja, aber du hast es nicht geschafft. Ich habe es geschafft. Sollen wir das Video online stellen? Also, ich habe ja auch ein bisschen was aufgenommen. Wollen wir einfach gucken, was bei dir rausgekommen ist und was bei mir rausgekommen ist? Ihr könnt ja sagen, wer sich besser versteckt hat vor dem anderen. Ja, wir müssen erstmal gucken, ob sich die Videos... Also, wenn ihr das hier gerade sehen könnt, dann hat sich das noch gelohnt, ne, für beide. Ne, weil meins dann Sinn gemacht hat und deins wahrscheinlich auch noch irgendwie. Also, meins hat auf jeden Fall Sinn gemacht, aber ich wusste nicht, dass du mich die ganze Zeit an der Nase rumführst und das alles schon weißt. Ich hab das schon alles gesehen. Naja. Naja, dann kannst du jetzt wirklich das Video beenden. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Du solltest dich nicht mit mir anlegen. Ich leg mich nie wieder mit Kahn an. Ganz bestimmt. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.